Willkommen zu einem weiteren verstörenden kleinen Video. Heute spielen wir gemeinsam Cooking Mama, Mama Kills Animals. Wir alle kennen sie, die gutherzige Mutter, die für Jung und Alt Essen zubereitet. Was für eine liebe Frau. Aber heute schauen wir hinter die Kulissen. Ist Cooking Mama wirklich die nette Dame, die sie vorgibt? Oder ist sie eine Tiermörderin? Das finden wir gemeinsam raus. Und wenn wir die schockierende Wahrheit wissen, können wir dieses Essen überhaupt noch genießen? Und zwar mit gutem Gewissen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht! Ja, die Musik, die macht mich auch dezent wahnsinnig. So, wir müssen erstmal unseren Truthahn natürlich vorbereiten. Hier sehen wir das kleine Vögelchen. Dem Kleinen geht's gut, keine Panik, Kinder. Wie sie hier hin und her wackelt. Mama sieht gar nicht zufrieden aus. Mama ist böse. Okay, wir müssen die Federn wegrupfen. Und ja, der Vogel ist bei vollem Bewusstsein. Oh Gott, es tut mir leid. Es tut mir so leid. Er zuckt noch. Moment, ich muss die Federn an deinem Geschlecht entfernen. Komm schon, die Zeit! Die Zeit! Okay, können wir das besser? Ich meine, too nice, aber es ist nicht Mama-like. Redo. Ich will nochmal hier ein bisschen rumrupfen. Es muss Mama-like sein. Mama muss stolz sein. Ey, das Rupfen ist aber echt heavy. So einem Piepmatz die Federn rauszurupfen, ist echt eine verdammt schwierige Aufgabe. Nein, es wird wieder nicht Mama-like. Oder? Bin ich Mama-like? Yes! Cooking like Mama! So, ich bin Mama-like und jetzt müssen wir natürlich die Organe entfernen. Und wie machen wir das richtig? Wir greifen tief hinten rein und spielen Handpuppe. So, einmal rein hier, dann schön hier drüben ins Töpfchen. Oh, was ist das hier? Ein Herz? Oh Gott, da muss ich aber tief reingreifen. Tief reingriebschen. Na, komm her, du. Okay, eins fehlt. Nein, nein, nein. Too nice, wir machen das Mama-like. Wir machen alles Mama-like. Boah, das ist so widerlich. Das ist so abgefuckt widerlich. Meine Hand steckt tief drin. Noch warm. Irgendwas fühle ich da hinten noch. Warte. Irgendwas klemmt da. So. Ich hab's gelöst. Nein. Too nice. Ich war nicht schnell genug. Ich muss da nochmal rein, Kinder. Ich muss da nochmal rein. So. So. Jetzt mittlerweile bin ich so gut im Eingeweide rauspulen. Schaut euch das an. Und hier oben noch, zack. Mama-like. Mama ist zufrieden. Ihre Augen leuchten, glitzern und funkeln. Okay, wenn du zufrieden bist, Mama, dann bin ich auch zufrieden. Alles klar. Die Federn sind alle weg. Die Eingeweide, die sind alle draußen. Und wir sind absolut mami-tastisch. Ja, das ist ein Wort. So, als nächstes brauchen wir natürlich die Füllung. Kein leckerer Truthahn ohne eine ordentliche Füllung. Also, machen wir die Füllung. Dazu brauchen wir frische Eier. Ganz frische Landeier. Die können wir crappen und cracken. Crappen und cracken. Oh, das wird gar nicht so leicht. Kommt da Blut mit raus? Blut und Federn. Mmh. Ja, die Eier, die sind richtig frisch. So genieße ich meine Eier. Richtig schön frisch. Mama-like. Gut, was wollen wir als nächstes? Ach ja, klar. Wir müssen die ganzen wertvollen Intelligenzien zusammenrühren. Ach, erstmal das hier. Okay, die blinken. Das habe ich, glaube ich, versaut. So, jetzt hier die Eier mit ein bisschen Blut. Ja, komm, ich will rühren. What? Das war nicht gut. Das war too nice, aber das können wir besser, oder? Das Blut muss man gut vermischen. So, dann hier ein bisschen Butter. Jetzt Embryonen. Und jetzt im Uhrzeigersinn rühren, aber es klappt irgendwie nicht. Ah, jetzt geht's. Anscheinend in die Richtung. Komm, einmal geht noch. Yes. Habe ich es hinbekommen? Es war Mama-like. Es war absolut Mama-like. Und jetzt müssen wir den kleinen Mann füttern. Und zwar von hinten. Ah, schön rein damit. Oh, er wird schön dick. Oh nein, 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 ich habe daneben geworfen. Kann ich das hier noch? Alles klar, es muss alles rein. Es muss alles rein. Mutter. Okay, Mutter ist nicht zufrieden. Das war gut. Aber es war nicht Mama-like. Schön rein hier in den Vogel. Schieb es doch rein, Mädchen. Komm schon, komm schon.
Yes! Marmelike! Mutter freut sich. Diese diabolische Mutter da unten. Hypnotisch, wie sie hin und her wackelt. Ich bin schon ganz besessen davon. Gut. Oh nein, wir müssen den Kopf entfernen. Das wird krank. Das Spiel ist jetzt schon krank. Aber jetzt kommt die Enthauptung. Oh, ist das widerlich. Go. Yes, we did it. We did it. Und direkt auf Anhieb mütterlich. Mütterlich, königlich, göttlich. Und jetzt müssen wir natürlich noch kochen. Er muss perfekt knusprig werden. Und stopp! Ah, es war nicht Marmelike, oder? Es war Marmelike, auf Anhieb. Ich bin so gut. Ich bin so verdammt gut. Warum bin ich kein Koch geworden? Let's play. Ah, was habe ich mir dabei nur gedacht? Koch. In mir schlummert ein Koch. Das sieht schon... Es sieht lecker aus, aber ich denke, wir können da noch ein bisschen mehr rausholen. Irgendwie, das muss noch al dente werden. Oh, ich habe ein Wallpaper. Und den Butterball. So, die Soße. Wir müssen das Ganze jetzt noch abrunden mit ein bisschen Geschmack. Okay, ich muss den Nacken... Den Nacken zerhacken. Legen wir los. Nacken zerhacken, du. Igitt. Und die nächste Schnittstelle. Yes. Na komm, schneide. Boah, nein, das war nicht Marmelike. Das war nice, aber es war nicht Marmelike. Und los geht's. Komm schon, aggressiv. Ich muss da richtig ran. Richtig ran mit dem Messer, richtig rein schneiden. Nein, 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 nein. Oh, das ist schwierig. Das ist richtig schwierig. Aber ich will das... Es war Marmelike. Ich hab's hinbekommen. Die Augen funkeln und leuchten. Gut. Irgendwie habe ich es doch noch geschafft. Jetzt hier noch ein bisschen brutzeln, wie es scheint. So. Volle Möhre. Alles rein. Einfach so. Ah, nee, die Butter. Erstmal ein bisschen Butter. Dann hier ein bisschen Innereien. Gemüse auch noch. Ah, noch ein bisschen shakern. Ja, ich will shakern. Noch ein bisschen shakern. War das eben gerade Marmelike? Es war natürlich, weil ich der Meister bin in der Küche. Es war Marmelike. Oh, lecker, oder? Oh, richtig geil. Aber hier, Zündungskabel muss raus. Genauso wie die Flusen. Knochen. Da war noch eine Klaue drin. Nee, 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 nee. Das war verunreinigt. Wenn schon, dann will ich hier richtig perfekt lecker Süppchen. Guck mal hier, zack, ich creepsche das ab und perfekt. Einfach rein in die heiße Pfanne. Es sind ja nur meine Finger. Es sind ja nur meine Finger, die da jetzt verbrutzelt werden. Ist ja egal. Hauptsache, Mami ist glücklich. Oh, das sieht gut aus. Das sieht richtig gut aus. Ja, würde ich essen. Würde ich essen. Aber was nun? Das war's. Okay, Moment. Jetzt kommt das... Das richtige Essen. Das war ja eine... Brutales Massaker. Jetzt kommt was richtig Leckeres. Nämlich die gute Mama. Die gute Mama Go Vegan, ja? Tofu. Garantiert ohne Blut oder wie? Was mache ich hier? Einfach so ein bisschen dran rumcrappen. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Es war auf jeden Fall gut. Better than Mama. Oh, ich bin besser als Mami. Also, jetzt will uns Mama zeigen, was man alles aus Tofu machen kann. Das kann man so ein bisschen quetschen und knuddeln. Der Kuschelklumpen. Ist viel leichter als echtes Fleisch. Mmh. Und da habe ich so einen schönen Klumpen Tofu gemacht.
Und ich war schon wieder besser als Mama. Very good. Alles klar, jetzt habe ich hier meinen Klumpen Tofu. So, jetzt kann ich natürlich hier auch ein bisschen... Moment, ich bin zu schnell. So, natürlich, der Tofu-Klumpen braucht auch ein bisschen Geschmack. Not bad, das können wir besser. Das können wir besser. Schwupps, 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 schwupps. Und fertig. Easy. Easy. Und schon wieder bin ich besser als die gute alte Mutti. Und jetzt machen wir den Klumpen cross. Perfekte Punktzahl. Fertig. Ja. Man sieht den Unterschied davor. Ein totes Tier, gefüllt mit seinen eigenen Innereien und Butter und Schmalz und anderen tierischen Produkten. Jetzt hier die saubere, vegane Variante. Und aus der bösen Mama wurde eine liebherzige, gute Frau. Das ist Erziehung. Das ist Erziehung. So erzieht man Kinder. Schöne, fleischarme Propaganda durch Mami. Ja, Mama liebt die Tiere. Oh, sie ist glücklich und sie wackelt mit dem Kopf. Süß. Tja. Am Ende ist Mama doch eine gute Frau, die nur aus Bildungszwecken, aus rein schulischen Zwecken, einem kleinen Truthahn das Leben genommen hat und seine ganzen Kinder noch abgeschlachtet hat. Vergessen wir auch nicht diese Gräueltat. Und ja, das war's. Das war Kochen mit Kies und Mama. Es war eine Sauerei. Ich denke, ich werde trotzdem den Truthahn essen. Und wir sehen uns beim nächsten schweinischen Video. Danke fürs Zusehen. Wir werden nicht vergessen, den ganzen Quatsch hier bitte nicht ernst nehmen. Das ist kein politisches Statement. Und tschüss!